Jo Leute, heute werde ich mal probieren, konische Papphülsen für kegelförmige Vulkane zu machen. Zwar habe ich mir gedacht, dafür baue ich mir jetzt eine Gipsform erstmal, wo ich dann die Papphülse drauf rollen kann. Dazu schneide ich erstmal so einen Kreis hier aus dem DIN A4 Papier aus. So, und um dann einen Kegel zu machen, muss schneidet man da mal noch einen Schnitt bis zur Mitte. Dann kann man das hier so zu einem Kegel drehen. Ich denke mal, das ist ein ganz guter Winkel für einen Vulkan. Maßtechnisch hat er jetzt hier Seitenlänge 10 cm, ziemlich genau, und hier unten 7,5 cm Durchmesser. So, den Kegel fülle ich jetzt mit Gips. So, und den lasse ich jetzt erstmal trocknen. So, jetzt ist der Kegel trocken. Ich habe auch gleich das Papier runtergemacht. Jetzt habe ich hier einen Gipskegel. Ganz rund ist er leider nicht geworden, aber das wäre schwierig geworden. Ich denke, das reicht schon so. Ein paar Beulen und so hat er auch. Aber gut, jetzt mache ich da erstmal noch als Schutz, dass dann das Papier, was ich drauf wickel, nicht am Kegel kleben bleibt, mache ich ja noch so Frischhaltefolie rum. So, schaut jetzt so aus. Ich hoffe, jetzt geht es da besser runter dann nachher. Gut, als nächstes habe ich dann hier aus Papier so Kreise ausgeschnitten, die ich auch vorher aus dem DIN A4 Blatt habe. Das ist einfach Papier aus dem Baumarkt, Malerabdeckpapier, was ich auch für meine anderen zylindrischen Hülsen schon verwendet habe. Wer das sehen möchte, ist jetzt in der Infokarte. Also einfach das billigste Abdeckpapier genommen aus dem Baumarkt, was ich gefunden habe. Und eben diese Kreise hier ausgeschnitten, weil die werde ich jetzt hier so rumrollen. Das ist zumindest der Plan. Ich habe das auch noch nie gemacht. Das ist mein erster Versuch. Aber das schaut auch schon mal gar nicht schlecht aus, wenn ich das hier so rumroll. Als Hülse dann. Nachdem Vulkan relativ viel aushalten muss, werde ich die recht dick machen. Schauen wir mal, wie dick. Genau, zum Anfeuchten, das heißt Anfeuchten als Kleber, wie beim letzten Mal auch hier Wasser und Holzleim 50-50 gemischt. Also hier habe ich schon mal ein bisschen Wasser, jetzt kommt noch Holzleim rein. So, und dann wird es gut vermischt. Ja, und jetzt versuche ich das einfach mal so, indem ich hier meinen Kegel nehme, das einmal trocken hier rüber wickel. Beziehungsweise ich könnte das hier einfach, ich das auf dieser Seite hier einpinsel, soll es ja gehen. So, und dann mit der trockenen anderen Seite hier an die Innenseite vom Kegel. Das schaut doch gar nicht schlecht aus. So. Und dann einfach weiter. Die nächste Schicht drauf.
So, jetzt habe ich da mal 6 solche Kreise rumgewickelt. Jetzt kommt mal der Gipskegel wieder raus. Okay, und hier ist meine Vulkanhülse. Ich hoffe, es ist nicht allzu viel Luft drin eingeschlossen. Je weniger, desto besser. Genau, das lasse ich jetzt mal trocknen und dann schneide ich es noch zurecht. So, jetzt habe ich noch einen zweiten gemacht und das Ganze trocknen lassen. Ist schön hart. Jetzt schneide ich unten noch den unschönen Rand weg. So, dass es ungefähr gerade ist. Und jetzt sieht man auch, wie dick das Ganze ungefähr ist. Hoppala. Ja, 2 mm. So, und um jetzt hier einen Vulkan draus zu machen, werde ich noch oben die Spitze abschneiden. Allerdings werde ich das in dem Video dazu machen, wie ich die Vulkane dann befülle, weil ich noch nicht genau weiß, welchen Durchmesser das Loch oben haben wird. Genau, so kann man kegelförmige Papphülsen machen. Und wie ich eben, wie gesagt, diese Vulkane jetzt daraus mache, könnt ihr jetzt in der Infokarte sehen.